Moin Freunde und herzlich willkommen zur Finalserie der CHL. Das ist, glaube ich, noch der WHL, WM Western Hockey League, Canadian Hockey League. Ich weiß es als nicht so genau. Bin nicht ganz so firm, was diese Juniorenligen betrifft. Aber wir sind auf jeden Fall in der Finalserie, nachdem man aus welchen Gründen auch immer die anderen Serien simuliert hatte. Ich habe keine Ahnung, was es gesollt hat. Ihr habt es gesehen in der letzten Folge. Aber was soll's. Heute also die Finalserie gegen die Victoria Royals. Sollten wir diese Serie überstehen, dann werden wir uns messen mit den anderen Ligameistern aus der QMJHL, aus der OHL und wir sind hier wirklich in der WHL, in der Western Hockey League. Und all diese Ligen, jetzt habe ich es wieder richtig bilden, die CHL, also die Canadian Hockey League, und aber schon die erste Chance für die Victoria Royals. Es wird spannend, Freunde, wir dürfen uns hier keine Fehler mehr erlauben, das ist die letzte Hürde. Ich will, dass du alles gibst. Hohe Intensität und keine Fehler. Genau das ist das, was wir auch an Ansprüche an uns stellen. Es muss einfach klappen. Ich will so sehr diesen Cup, bevor wir dann hoffentlich in die NHL gedraftet werden. Da werden wir auch alles geben. Aber ich bin guter Dinge, bislang hat alles funktioniert. Aber die Victoria Royals steht mit Sicherheit nicht umsonst in dieser Finalserie. Es wird mit Sicherheit eine spannende Finalserie werden. Aber am Ende wird sich die Mannschaft durchsetzen, die die bessere ist. Oder aber auch die Mannschaft mit ein bisschen mehr Glück. Glück gehört immer dazu beim Sport. Warten wir es ab, was passieren wird. Wir werden auf jeden Fall alles dafür geben und kämpfen und machen und tun. Verstraft halt gegen uns, aber nicht gegen mich, oder? Stockschlag, das kann nicht gewesen sein. Austin Wetterl kassiert hier 2 Minuten. Überzahlspiel für die Victoria Royals, das ist bitter. Ganz, 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 ganz bitter. Vorsichtig. Jetzt nur kein Tor in Unterzahl kassieren. Wichtig ist, dass wir die Heimspiele... Da ist es schon 1-0, Victoria. Dass wir die Heimspiele gewinnen. Das ist so, so extrem wichtig. Aber die Gäste gehen erstmal mit 1-0 in Führung. Jack Walker besorgt im Powerplay die Führung für die Victoria Royals. Ganz, 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 ganz bitter. Alfaro, jetzt aber nicht nachlassen. 1-0 im Eis, okay, das ist gar nichts. Fall Rath, der Torhüter bei den Victoria Royals, den kennen wir schon. So, Hälfte des ersten Drittels ist vorbei, Freunde. Murray, komm jetzt. Fleury. Murray of Fleury. Murray of Faro. Was für winzige Namen. Ginaway! Sires. Vorsichtig. 0-2 wäre natürlich eine ganz andere Hausnummer. Aber es sieht im Moment. Weiß ich nicht. Habe ich irgendwie Angst. Ich habe wirklich Angst, dass diese Finalserie verloren gegangen werden könnte. Das wäre echt bitter. Also ich wäre echt todtraurig darüber. Beatty sieht gleich den Bloody. Der setzt sich an der Bande gut durch. Hat gutes Durchsetzungsvermögen. Jetzt aber! Schade. Komm, da drin, da drin, da drin. Nein, Florian ist abseits. Schade. Also, wir sind auf jeden Fall wieder zu 5 durch den Powerplay-Treffer der Victoria Royals. Spätestens jetzt werden wir wahrscheinlich sowieso wieder zu 5. So, Austin Wetterl hat diesen Treffer mit zu verschulden. Was war denn das? Kein guter Pass in Richtung Blattmann. Und das macht es extrem, 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 extrem schwer. Forsberg, vorsichtig. Jetzt aber komm. Warum? Warum? Das ist es wieder. Warum braucht er so lange, um die Scheibe unter Kontrolle zu bringen? Das geht doch wieder gar nichts. Was für eine Scheiße. Letzte Minute läuft. Kein gutes Drittel. Also das Ende vom ersten Drittel. Guckt euch das an. Wahnsinnig von Fehlern behaftet. Die nächsten 40 Minuten müssen wir auf jeden Fall anders ablaufen. Alter. Das war nix. 40 Minuten haben wir noch. Bisschen anstrengend. Ansonsten geht diese Serie mit 0-1 in Rückstand. Das wäre alles andere als ein Einschalt nach Mars. Ich will
zumindest die Heimspiele gewinnen. Das ist Pflicht. Die Heimspiele müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Dranbleiben. Jetzt aber, komm. Ich habe keine Anspielstation. Wohin denn? Ah, da fahre ich halt selber. Ah, schade. Da war er doch. Guter Versuch. Boah, sehr schön geblockt. Nimmt er die Scheibe mit aus dem Wetterhall. Ja, Sporowski. Ah. Oh, der sieht verletzt aus, der Sporowski. Bittere Pille. Ein Wichser. Und dann wieder Bulli. 24 Punkte bislang in diesen Playoffs. Auch da, wo simuliert. Ich verstehe es halt einfach nicht. Warum wurde da weiter simuliert? Was ist das für ein Fehler? Schade eigentlich. Hätte die Playoff-Serie gerne komplett gespielt. Aber so ist es halt. Befinden wir uns halt schon in der Finalserie. Was soll's? Schlimmer wäre, wenn wir dadurch irgendwie rausgefallen wären aus den Playoffs. Oh, 2-0, Alter. Shit, ey. Taylor Crunk ohne Assist. Tja, das, was die machen hier, ist optimal. Da nimmt er den Torhüter die Sicht. Alles super gemacht. Oh, Freunde, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Dranbleiben. Dranbleiben. Nachsetzen. Irgendwas muss passieren. Irgendwie ein Zeichen setzen. Es geht aber nicht. Gar nichts geht. Offensiv ist tot. Und warum kriegt er jetzt hier nicht die Scheibe? Wir waren zu zweit. Oh, sehr gut. Blattmann setzt sich durch. Sporowski spielt noch. Bin gespannt, ob er verletzt sein wird nach der Partie. Und warum? Was? Also es ist grausam. Es ist wieder grausam, was die CPU hier macht. Es ist wahnsinnig mühsam. Nehmen die Pässe nicht und da steht es 3-0. Oh, leck mich. Das wird sehr, sehr schwer. Oh, shit. Oh, shit. Sechseinhalb Minuten noch, wir sind wieder dran. 3-0, das kannst du doch vergessen, vor allem wenn es so ist. Komm jetzt, irgendwie, das gibt's doch nicht. Mann, ey. Wir bräuchten jetzt schon mal den Anschlusstreffer. Das wäre extrem wichtig, aber da geht nichts. Es gibt so Spiele, wo einfach nichts zusammengeht und das gehört dazu. Tja, und er kommt so einfach durch. Ja. Ja, gegen 3 ist klar, Digga. Also, das Spiel wird nichts mehr. Das Spiel werden wir... Warum? Was war denn das? Nee, echt? Hey. Spaß macht das hier gerade keins. Die CPU, die kriegt überhaupt nichts auf die Kette. Oh, voll Wrath. Scheiße, Mann. Schlechte Kommunikation, als Maul. Mann, ist das bitter.
ist das bitter. Komm jetzt, ein Drittel haben wir noch. Jetzt frühzeitig ein Tor machen. Jetzt frühzeitig mal ein Tor machen. Ja, warum kommt da der Pass? Ey Leute, wirklich. Warum spielst du da einen Pass, wenn ich direkt im Infight schon bin mit dem anderen? Sehr schön nachgesetzt. Jetzt aber. Komm! Yes, Mann! Was für ein Ding! Ja! 1-3, da geht noch was! Was für ein Schuss, was für ein Maß! Und dann ist es drin zum 1-3, noch zwei Tore. Wird das Ding hier nochmal spannend, Freunde? Das ist die Frage. Was für ein geiler Schuss. Bäm! Und aber voll reingenagelt. Und dann sitzen wir draußen. Aber jetzt kann nur was passieren. Jetzt noch einen schnellen Anschlusstreffer und dann wird es nochmal spannend. Wäre auf jeden Fall interessant zu sehen. Philip of Morgan. Cable. Philip, komm schon, nachsetzen jetzt. Wird das vielleicht hier der Wendepunkt? Dieses 1-3. Ist das der Weckruf? Morgan, zurück auf Philip. Scheibe läuft hervorragend jetzt auf einmal. Was ist passiert? Da ist es! Yes, Mann! Was geht ab? Ich sag's noch, ist das der Weckruf? Richtig schöner Spielzug. Druck vom Tor, dann 2-3 Anschluss. Levy, Cable, Philip und Faith. Wir sehen was nochmal. Sehr schön hin und her gespielt. Dann kommt der Querpass und der Direktschuss. Und keine Chance für Vollrath. So, eins noch. Komm jetzt, dranbleiben. Jetzt sind wir näher dran denn je. Dieses Spiel auszugleichen. Dieses Spiel in eine andere Richtung zu drehen. Dieses Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden. Alter. Jawohl, sehr schön gecheckt von Austin Wetter. Komm, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Auf einmal sind sie aktiv. Auf einmal gehen sie richtig drauf. Was ist los? Aber ich frage mich nicht warum, sondern ich wundere mich auch nicht, sondern ich bin einfach guter Dinge. Sehr schöner Schuss oder sehr schöner Pass auf Austin Wetter. Komm. So, hier viel Platz jetzt aber. Alter. Sehr schöner Check, keine Strafzeit, alles regulär, alles fair, alles gut und Sporowski. Komm schon, das gibt's doch nicht. Nachsetzen, nachsetzen, wir haben die Scheibe gut drin. Jetzt aber, komm, vielleicht, oh, es fällt schon noch ab und Vollrath kriegt ihn trotzdem. Das gibt's nicht. Wir sind dran, Leute, wir sind wirklich dran. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm, jetzt nochmal alles geben. Faith, auf Morgan. 6 Minuten 20. Da kann noch was gehen. Ein Treffer brauchen wir noch. Phil. Cable. Oh, Rödekopf. Oder Rödekopf. Morgan, Scheibe ist erstmal noch drin, aber jetzt ist sie raus. Letzten 5 Minuten im dritten Durchgang. Komm jetzt. Komm, fightet, Freunde. Faith, auf Morgan. Komm schon. 3 Minuten noch. Und da kommt nochmal der Wechsel. Bloodman, Sporowski, Vetter. Sie müssen nochmal aufs Eis. Man will hier alles versuchen. Levy Cable, komm. Auf Bloodman. Ja, 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 ja. Halt die Scheibe, halt die Scheibe. Irgendwie vor das Tor bringen, abgefälscht, aber abgeblockt vom eigenen Mann. Cable. Gleich läuft die letzte Minute. Ich weiß nicht, wohin die Scheibe. Am besten vor das Tor. Komm schon, von los. Gibt's nicht! Letzte Minute läuft. Wir dürfen noch rein. 0 Schüsse im dritten Drittel für die Victoria Royals. Ist das Wahnsinn? Wie sehr wir sie unter Druck setzen, ist das Wahnsinn. Komm, jetzt rutschen wir rein. Ah, ein bisschen zu viel Standeis. Okay, komm. Ah, ich muss trotzdem raus. Oh, Leute, das war nix. Das war nix. Scheiße, scheiße. Auf geht's, komm. Ich muss raus, ich weiß. Torhüter ist jetzt vom Eis. Oh. Sehr schön. Nachsetzen, 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 nachsetzen. Scheibe, wo ist sie? Das war's. Scheiße, Mann. Jetzt läuft er mir im Weg rum, der Depp.
Es wird nicht belohnt. Unser Kampf. Brandon Fushimi mit dem leeren Tor und damit der Entscheidung zum 4:2 für Victoria, die damit in dieser Serie mit 1:0 in Führung gehen. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt geht das Ding hier rein an die Straße, die wieder aus. Ach, genau, ich. Es muss jetzt noch sein, oder du Pfeife? Also, 1:0 für die Royals. Boah, das trifft mich schon extrem. Gerade ein Heimspiel. Ja, schon bitter. Walker, Blattmann und Fischer, die drei Stars. Ah, verdammt. Aber wir haben noch 6 weitere Partien maximal. Von dem her, es ist noch überhaupt gar nichts vorbei. Da ist noch alles möglich. Und wir werden natürlich erst dann aufgeben, wenn es vorbei ist. Victoria führt gegen die Kutina Eis. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, Freunde, lasst mir ein Like da. Ansonsten einfach mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.